Juhu. Soll ich es witzig machen? Nein, vielleicht ist sentimental besser, elegant. Nun, ich sollte wahrscheinlich keine Redewendung in einem Gedicht verwenden. Soll ich hier dunkle Seide oder weißes Gewand verwenden? Puh, mir brummt schon der Schädel. Was machst du? Oh, ich schreibe gerade ein Gedicht. Siehst du nicht meine Entwürfe auf dem Schreibtisch? Oh, diese Störung erinnert mich an etwas. Wie kommt es, dass Leslie immer noch nicht auf meine Briefe geantwortet hat, obwohl ich ihr so viele Gedichte geschickt habe? Wer ist Leslie? Oh, Leslie ist eine prominente Forscherin in der Abteilung für Einblick. Die einzige Gelehrte, die in diesem Bernsteinzeitalter das Überflusssegmentum besucht hat. Ah ja. Bist du sicher, dass sie Zeit für dich hat? Natürlich hat sie die. Seit Leslie weg ist, kommunizieren wir ab und zu über den Galaxiesignalverstärker. Sie wird mich nie ignorieren, auch wenn wir 10.000 von Lichtjahren getrennt sind. Das ist das einzige Mal, dass sie mir nicht geantwortet hat. In meinem letzten Brief habe ich ihr meine Liebe gestanden. Normalerweise rede ich nur über die Steine und den Schlamm, die wir bei der AGG zu sehen kriegen. Ah, meine Güte. Zeig etwas Respekt vor deiner eigenen Disziplin, okay? Ich verstehe wirklich nicht, warum Leslie mir nicht antwortet, nachdem ich ihr meine Liebe gestanden habe. Ja, das könnte der Grund sein. Wir unterhielten uns über viele Dinge. Etwa darüber, welches der 101-Ionen-Instrument in der Abteilung für Einblick Gunsbad braucht, bis hin zu, wie man mit Schrotthartlötungsstäben die Qualität des Bodens untersucht und damit den Aufstieg und Fall der Bewohner des Planeten ermittelt. Naja, das könnte eine Zurückweisung sein? Das ist unmöglich. Wenn sie mich nicht will, warum sollte sie dann so viel mit mir reden? Außerdem. Ja, vielleicht war das platonisch. Während des Gesprächs, in dem ich ihr meine Liebe gestand, erzählte sie mir von einem spektakulären Sternbeben. Überleg doch mal, ein Stern ist gestorben. Vielleicht ist sie auch tot. Die meisten Menschen würden versuchen, sich zu verstecken, aber nicht meine Leslie. Sie hat nicht nur Beobachtungsdaten aus erster Hand bekommen, sie hat sogar einen Anhalter in der Galaxie gerettet, der fast dabei gestorben wäre. Okay, sie ist vielleicht nicht gestorben. Du hast keine Ahnung, wie glücklich sie bei ihrer Antwort klang. Sogar das Signal des Signalverstärkers war fröhlich. Ah ja. Immer wenn ich eine Antwort von ihr halte, stelle ich mir ihr Lächeln vor und kann nicht anders, als in einen Stein zu ritzen. Aha. Von der Invasion der Legion hatte ich eine ganze Menge solcher Steine auf meinem Schreibtisch aufgereiht. Leider sind sie im Chaos verloren gegangen. Egoistische Liebelei. Sie schadet deiner Forschung. Jedenfalls gibt es keine Anzeichen dafür, dass sie mich nicht mag. Wenn ich ihre Antwort nicht innerhalb der üblichen Zeitspanne erhalte, bedeutet das, dass mit dem Galaxiesignalverstärker etwas nicht stimmt. Ah ja. Bei meinen Nachforschungen habe ich herausgefunden, dass eine Gruppe von Monstern der Legion das Gebiet besetzt hat, aus dem die Signale kommen. Kannst du mir helfen, herauszufinden, was passiert ist? Warum nicht? Kannst du mir helfen, herauszufinden, was mit dem Signalverstärker passiert ist? Mein Meister will mich nicht gehen lassen. Hilf ihm bloß nicht. Alles, woran er denkt, ist der Signalverstärker. Er hat seit mehr als 10 Tagen nicht mehr ordentlich gearbeitet. Schande über dich. Ja, vielleicht arbeitet er dann ja besser, wenn er sich da nicht mehr drüber Gedanken machen muss. Ich werde dir helfen. Wie nett. Hör nicht auf meinen Meister, während du dir sein Gerede anhörst. Könntest du schon den Galaxieverstärker schon längst gefunden haben? Ah ja. Hör zu, der Signalverstärker ist direkt neben der Entsorgungsstelle. Es ist ein riesiges Lagerhaus für ausrangierte Kuriositäten. Wenn du unsere Verbindung wiederherstellst, verspreche ich dir, dass ich dich zur Belohnung einlade, unser Trauzeugin zu sein. Ah ja. Wenn er meint. Wenn er meint. Gleich ein Gegner in der Nähe, ha? Na dann. Huch. Oh. Ein verwirrtes Sparschwein. Okay. This song's just Oh, ich will aber nicht. Ich will nicht. Let's go. Target specimens. Oh. Pretty good crowd today. Ich will ihm nicht wehtun. Watch this. Let's make it quick. Commencing. This song, let's rock. You have.
Let's go. Excuse me, coming through. No. Naja. Reach the end of the story in your own way. Verirrtes Sparschwein. Na dann. Fehler. Abnormale Route. Abtrennungsschutz aktiviert. Fehler erkannt. Fehlende Ultranickelteile. Ultranickelteile? Dieser Signalverstärker ist ziemlich alt. Ah ja. Gut, dann laufen wir mal dahin. Ah ja, okay. Hier dürfen wir hin. Oh, nehmen wir nochmal einen Kampf mit, ne? Ich hoffe doch, dass das einigermaßen in Ordnung sein sollte. Ready to lose yourself? Dass sie nicht zu stark sind. Fight it or rock with it. My music. Conquer us all. Ja, gut. My turn. Let's make it quick. Batter up. Sollten wir trotzdem hinkriegen. Let's rock. Ja. Sehr schön. Okay. Das nehmen wir auch noch mit. Und nochmal ein bisschen Heilung. Ich hoffe, der Gegner kommt dadurch nicht wieder. Okay. Da komme ich doch noch nie im Leben rauf. Also muss ich vielleicht hier unten sogar lang. Warte mal. Konnte ich da einfach rüberlaufen? Ich dachte, wenn das orange ist, dass ich da nicht rüberkomme. Dass ich dann einfach so runterfalle. Okay, wir dürfen einfach rüberlaufen. Na super. Komme ich einfach runter, oder? Das ist jetzt nicht so intelligent. Aber gut. Dann machen wir das halt so. Pretty good crowd today. Keep up with my tempo. You have the worst luck ready running to lose into yourself? Me. Na gut, nehmen wir das doch. Fight it or ich wollte es erst nehmen, it. Aber... My music. Conquer us all. Vielleicht ist es doch besser. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Machen wir. Und der Kampf ist zu Ende. Reach the end of the story in your own way. Machen wir. Hier sind überall diese Dinger, ne? Aber da ist doch nichts. Ja doch, wenn man da oben hinkommt, ne? Aber wenn ich, sobald ich hier den Dings berühre... Muss ich sowieso einmal rumlaufen. Aber, ne? Sind die Blauen doch weg? Es sei denn, da oben ist auch nochmal was.
hier. Nee. Ha. Das hier müsste man aktivieren können, ne? Kann man vielleicht auch. Maybe. Dann funktioniert das Ganze doch. Dann kann man darüber das wieder machen und dann wieder hier rüber. Weil der ja dann nicht ausgeht. Dann können wir da oben rein. Ja. Ja, irgendwie muss das ja klappen. Ansonsten hätten sie ja hier einen hinstellen müssen. Okay. Great. The more the better. Ah, cool. Was ist das? Auf dem staubigen Boden des Raums in einer ruhigen Ecke der Entsorgungsstelle liegt eine Karte, die schwach schimmert. Diese spezielle Zugangskarte unterscheidet sich nur leicht von den anderen. Die Ecken sind abgewetzt und die Beschriftung ist verblasst. Es ist unklar, ob sie funktioniert. Wenn das Licht in einem bestimmten Winkel sind die Worte 1000 Sterne vage auf der Karte zu erkennen. Ah ja. Cool. Das ist nice. Dann können wir ja jetzt zurückgehen und das reparieren. Okay. Signal online. Das Übertragungssignal wurde nicht erkannt. Bei Bedarf bitte den gewünschten historischen Datensatz zur Signalkodierung auswählen. Okay, bla bla bla. Okay. Ah! Ich wollte erstmal das hier. Okay. Du kannst die Signalkodierung der historischen Aufzeichnung hier einsehen. Okay. Was haben wir denn da? In diesem Zeitraum wurde keine Aufzeichnung zur Signalkodierung gefunden. Gibt es eine Verzögerung bei der Signalübertragung? Rocky, sei nicht albern. Natürlich verstehe ich, was du meinst. Was meine Antwort angeht, die Aufzeichnung ist beschädigt. Ende der Suche nach historischen Aufzeichnungen. Es wurden keine Signalaufzeichnungen gefunden. Warum wurde die Aufzeichnung hier beschädigt? Identifikation nicht möglich. Identifikation nicht möglich. Emotionale Fluktuation der Lebensform entdeckt. Warnung, du hast den strikten Überwachungsbereich der Raumstation betreten. Bitte vermeide unangemessenes Verhalten gegenüber dem Verstärker. Der Verstärker ist offline. Also, ich meine, wenn sie schon sagt, sei nicht albern, ne? Hallo, Authentifizierung bestanden. Bitte wähle den Überwachungszeitraum aus, den du überprüfen möchtest. Ah ja. Ah, okay. Können mehrere Sachen.
Ah, okay. Ah. Oh gut, den nehmen wir auch nochmal. Der hat sie beschädigt. Wahrscheinlich hat sie ihm eine Absage geschickt und er wollte nicht, dass er irgendwie traurig ist und dann... Where to now? Ne? Jetzt krieg ich schon wieder eine Nachricht. Ich wollte doch zu dem Dings. Wo waren die denn nochmal? Ansonsten bin ich doch auch immer gleich dahin. Ach da! Nee, warte. Ich muss den hier suchen. Aber es war doch der... Ach da! Da steht er. Ich weiß nicht, was du meinst. Junge Menschen sollten lieber mehr lernen, anstatt in der Gegend herumzustromern. Es wurde von den Sicherheitskameras aufgezeichnet. Anscheinend hast du die Maschine repariert. Hm, wegen euch Kindern sterbe ich noch vor Sorge. Ich habe die Aufzeichnungen zu Rockys eigenem Besten beschädigt. Wegen dieser Leslie hat er seine Forschung aufgegeben. Ganz zu schweigen davon, dass du keine Ahnung hast, was jetzt gerade passiert. Leslie... Hat sie Nein gesagt? Nein, sie hat Ja gesagt. Aber sie können nicht zusammen sein. Wenn du denkst, dass ich hier derjenige bin, der schwierig ist, liegst du falsch. Sei nicht voreilig. Sie können nicht zusammen sein. Sie werden nie zusammen sein. Ah ja. Weißt du warum? Nein, das weißt du nicht. Die Leute verstehen selten, was ein Sternbeben bedeutet. Wenn man sich richtig schützt, verursacht ein Sternbeben beim Menschen keine körperlichen Schäden. Stirbt sie? Der durch ein Sternbeben verursachte Gravitationskollaps sorgt jedoch für eine starke Veränderung der Raumzeitkrümmung des Segmentums. Zum Beispiel war die Zeit in Leslies Segmentum einst eine gerade Linie wie unsere, aber jetzt wurde sie durch die Schwerkraft in eine schnelle Kurve gepresst. Es ist klar, dass eine Kurve immer länger als eine gerade Linie ist als eine gerade Linie. Deshalb wird die Zeitkurve ihres Segments um ein Vielfaches länger sein, wenn man sie in unsere Zeitachse rumrechnet. Weißt du, was das bedeutet? Der Zeitverlauf wird verändert? Das bedeutet, dass die Geschwindigkeit unserer Zeit anders ist als ihre. Seit dem Sternbeben wird der Zeitunterschied zwischen Leslies und uns immer größer. Es ist möglich, dass die Zeit, die sie für ihre Antwort braucht, von einem Monat auf ein Jahr und vielleicht sogar auf 10 Jahre anwächst. Dabei geht es nicht nur um ihre Botschaft, sondern um alles, was sie tut. Bis sie die abnorme Schwerkraft verlässt, wird jeder Monat, den sie in der Galaxie verbringt, für uns ein Jahrzehnt bedeuten. Nehmen wir an, Rocky und wir leben an einem Punkt, der Gegenwart genannt wird. Im Vergleich dazu lebt Leslie, sie lebt in der Zukunft. Ich war auch mal ein junger Mann. Ah, ich dachte, sie lebt in der Vergangenheit. Also geht die doch schneller, oder? Meiner Meinung nach ist es noch grausamer, nicht mit jemandem zusammen sein zu können, den man liebt, als zurückgewiesen zu werden. Aber darüber hast du nicht zu entscheiden. Du wirst ihm die Wahrheit sagen und dann, was soll er dann tun? Nachdem er die Wahrheit erfahren hat, muss Rocky 10-mal länger auf eine Nachricht warten, die eigentlich sofort hätte ankommen sollen. Er würde in dieser einsamen Gegenwart leben müssen und darauf warten, dass die Zukunft mit Leslie endlich zu ihm kommt. Aber wie viel Zeit bleibt ihm, um zu warten? Vielleicht kehrt Leslie auf die Raumstation zurück, wenn er so alt und gebrechlich ist wie ich. Aber die Zeit vergeht für sie so langsam. Ja, dann lebt sie doch nicht in der Zukunft, sondern in der Vergangenheit. Das ist ein bisschen komisch ausgedrückt. Vielleicht wird sie dann immer noch so jung sein wie heute. Wie sollen sie zusammen sein, wenn diese Zeit kommt? Wir können zwar den Raum durchqueren, aber die Zeit können wir nicht ändern. Du bist viel zu jung, du verstehst das nicht. Dinge, auf die man lange warten muss, enden meistens nicht gut. Das ist doch schon wieder gequirlte Scheiße. Also ernsthaft, also das sollte man lieber ihm überlassen, anstatt hier, ne? Maestro. Er wird niemals aufgeben, wenn er die Wahrheit nicht kennt. Pff, naive Kinder. Zuerst dachte ich, wenn ich die Aufzeichnung beschädige, die Teile wegnehme und alles auf die Monster schiebe, könnte ich Rocky in Hoffnung wiegen, dass der Verstärker eines Tages repariert wird. Ja, aber trotzdem wird er doch immer noch... Ne? Du nimmst ihm ja quasi das, was er hätte haben können. Ja, dann weg. Also, er hätte ja schon so viel Zeit wieder mit ihr verbringen können. Aber nein, das musstest du ja entscheiden, dass das nicht... Oh.
Ne? Und dann wird er sich sein Leben lang denken, oh ja, hätte ich mal, hätte ich mal, hätte ich mal. Obwohl das ja dann noch nicht mal seine Schuld war, sondern von dem Typen hier. Nun, da du es herausgefunden hast, liegt die Entscheidung bei dir. Ich habe zwei Signalloks, die ich vom Verstärker kopiert habe, rot und blau. Das rote enthält Leslies echte Antwort, einschließlich der Wahrheit über das Sternbeben. Um ehrlich zu sein, kann ich, kann selbst ich mir nicht vorstellen, was Rocky tun wird, wenn er die Wahrheit erfährt, so impulsiv wie er ist. Okay. Das blaue Lock ist gefälscht, daran lehnt Leslie Rocky ab. Betrachtet es nicht als grausam. Auf diese Weise muss Rocky in Zukunft nicht mehr auf ihre Antwort warten. Sein Leben kann weitergehen. Nennen wir sie die rote Wahrheit und die blaue Lüge. Es liegt an dir zu entscheiden, welche du ihm geben wirst. Ja, das ist doch klar. Nimm sie mit und überlegst dir gut. Rocky wartet auf eine Nachricht von dir. Das ist doch klar, welche ich ihm gebe. Ich bin nicht so grausam wie du. Man kann immer eine Lösung finden. Eieiei. Und dann weiß er wenigstens, dass sie ihn mochte und dass er sich das nicht eingebildet hat. Was er ihm alles dadurch genommen hat. Den beiden genommen hat. Wie egoistisch von ihm. Juhu. Hey, du bist wieder da. Während weg warst, habe ich ein weiteres Gedicht mit dem Titel Gelobt sei Leslie geschrieben. Hast du den Verstärker repariert? Ich sehe, du hast entschlüsselte Backups. Welches ist für mich? Das Rote. Du scheinst zu zögern. Bist du sicher, dass das Rote für mich ist? Ja. Okay, ich werde es jetzt lesen. Danke, Schwester. Ich kann es nicht glauben. Leslie hat ja gesagt, aber das Sternbeben... Ich kann mir das nicht erklären. Also, wegen der Gravitationswirkung des Sternbebens wird jeder Monat, den sie in ihrer Zeit verbringt, für mich Jahrzehnte dauern? Werde ich so alt wie mein Meister sein, wenn sie zurückkommt? Ist meine Interpretation richtig? Jean, hilf mir, das zu klären. Mein Kopf funktioniert gerade nicht. Ist es das, was sie meint? Ja. Sie ist in die Zukunft gegangen und ich bin in der Gegenwart zurückgeblieben. Ist es das, was passiert ist? Die Jahrzehnte, die ich damit verbringe, an sie zu denken, werden... für sie nur ein flüchtiger Moment sein, oder? Wer hätte gedacht, dass sogar die Zeit so unfair sein kann? Ich schätze, es ist unrealistisch zu hoffen, dass sie zurückkommen wird. Selbst wenn sie monatelang und die Lichtjahre weit reist, werde ich in meiner Zeit ein alter Mann geworden sein. Mein ganzes Leben damit zu verbringen, auf jemanden zu warten und endlose Erinnerungen und Einsamkeit zu ertragen? Komm schon, denkst du wirklich, ich bin so naiv? Haha, natürlich werde ich, nicht auf sie warten, niemals. Ich werde nicht auf sie warten. Aber ich kann sie verfolgen. Ich werde der Zeit hinterherjagen. Aha. Da ihre Raumzeitkurve zu einer Schlucht geworden ist, wäre es da nicht besser für mich, diese Schlucht zu durchqueren, anstatt auf ihre Rückkehr zu warten? Ja. Vielleicht werde ich 10 Jahre brauchen, um sie zu finden, während für sie nur ein Monat vergangen ist. Aber wenn ich das geschafft habe, wird unsere Zeit synchronisiert sein. Das ist besser, als hier zu sitzen und nichts zu tun. Ja, findest du nicht? Klar. Nein, egal, was du denkst. Ich habe beschlossen, meinen Meister so schnell wie möglich zu informieren. Meine Sachen zu packen, um mich auf die Suche nach Leslie zu machen. Mach das! Ich habe jetzt schon genug von diesem Ort hier. Als Mitglied der Härteabteilung für galaktische Geografie habe ich noch nicht einmal die echte Galaxie gesehen. Ist das nicht peinlich? Ich bin mir sicher, dass du genauso neugierig bist wie ich, wie es im Weltraum so aussieht. Was gibt es im Universum? Einsame Wunder, der geheimnisvolle Charme der Gefahr und die Person, hinter der ich her bin. Wenn ich Leslie eines Tages finde, werde ich zurückkommen und euch alles erzählen, was ich auf meiner Reise erlebt habe. Und dann werde ich dich einladen, unsere Trauzeugin zu sein. Vergiss das nicht. Nun, dieses Gedicht ist für dich. Leb wohl, mein Freund. Die Dunkelheit zieht in der Ferne heran mit grausamen Methoden. Die Zeit zu zerlegen, Blütenblätter, die nach Liebe fragen, fallen. Wie das Läuten des Glockenspiels in einer unendlichen Zeit und einem unendlichen Raum. Wir haben keine Wahl. Als in die schauderhaften Mysterien des Universums zu gleiten. Als würde man einen Abhang hinunter in die Dämmerung rutschen. Und damit setzen die Sterne ihr Vergnügen oben fort, während ihr elegantes Lächeln den Weg voraus ausfüllt. Okay. Ja. Cool. Wieso kann ich das nicht mitnehmen?
Achso, jetzt. Ah, okay. Okay. Achso, okay. Aha. Okay. Das wird interessant. Was war das denn nochmal? Ach, das war das, ja. Pff. Nee. Ach so, ich soll nur einen Beamten finden, der das für ihn anreicht. Okay. Ja, das machen wir nochmal kurz. It's getting late. Where to now? Ich dachte, ich muss, ne? Zu der Dame. Come around and have a look. Das wäre schon echt gemein. Das als Tagesquest zu machen, obwohl man gerade storymäßig noch nicht so weit ist. Ach, Mensch. Entschuldigung, ich bin sehr beschäftigt. Mach einen Termin aus. Falls du einen hast, ich bin in der Pause. Also zieh eine Nummer und warte, bis du gerufen wirst. Die voraussichtliche Wartezeit beträgt eine Stunde. Du sagst gerade eben, du bist sehr beschäftigt. Natürlich, Verwaltungspersonal hat immer etwas zu tun. Es gibt so viele Dinge, an die wir denken müssen. In der Verwaltung zu arbeiten, ist wie ein Knäuel Garn zu entwirren. Und es gibt nur eine Handvoll Arbeiter, die die einzelnen Fäden wieder zu Strängen anordnen. Da hat man immer alle Hände voll. Selbst während einer Pause denke ich immer zu an die Arbeit. Also unterbrich mich nicht bei der Arbeit. Vielen Dank. Verstehst du, meine Freundin? Ich habe hier eine Abhandlung. Du willst also der obersten Wächterin eine Abhandlung geben? Es ist unmöglich, sie direkt an die oberste Wächterin zu übergeben, aber die Übergabe von öffentlichen Forschungsergebnissen zur Prüfung durch die zuständigen Behörden ist durchaus rechtens. Aber ich brauche ein paar Informationen über dich. An welcher Schule hast du deinen Abschluss gemacht? Das ist doch nicht von mir. Okay, danke dafür. Lass mich mal sehen. Bildungsniveau, halbgebildet. In deinem Fall als Forscher ohne formale Ausbildung musst du auch eine Frage beantworten, um zu beweisen, dass deine Arbeit die Zeit der Aufsichtsbehörden des Bildungsministeriums wert ist. Sei nicht nervös, es ist eine sehr einfache Frage. Hier ist sie. Wovon gibt es mehr, Primzahlen oder natürliche? Ich weiß, was Primzahlen sind. Aber ich glaube, es gibt mehr natürliche, ne? Primzahlen waren die Zahlen, die durch 1 und durch sich selber teilbar sind, ne? Oh, ich verstehe. Komm später wieder. Ja, gut. Oder auch nicht. Aber das war das nicht so? Make an appointment and take a number. Make an appointment and take a number. Ah ja. Okay. Na, hat's wohl nicht geklappt. Naja. Dann gehen wir mal zurück zu ihm. Aber ich lag doch richtig, oder? Ich meine, schon ein bisschen her, aber... Ich bin an etwas dran, ich weiß es doch. Ah, Mist, wieder ist es weg. Das ist deine Schuld. Hä? Was machst du hier? Brauchst du etwas? Über die Abhandlung. Oh ja, das stimmt. Und was ist damit? Ist die Abhandlung schon eingereicht worden? Was hat das Ministerium gesagt? Sie wollen mich mit einem dummen Rätsel aufhalten. Du wurdest auch aufgehalten, das ist in Ordnung. Und das ist nicht deine Schuld. Die Bürokraten haben so wenig Respekt vor der Wissenschaft. Aber das ist schon in Ordnung. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Hey, als Wissenschaftler habe ich im Laufe der Jahre so manche... ja, Moment, einmal wieder den Timer neu stellen. So manche bittere Pille schlucken müssen. Ich nehme an, dir geht es genauso. Moment mal, hast du gerade gesagt, dass man dir eine Frage gestellt hat? Schnell, stell sie mir. W
Was? Ist das alles? Du kannst nicht mal diese grundlegendste Frage beantworten? Hey, die Antwort lautet, von beiden gibt es gleich viel. Wenn ich gewusst hätte, dass dir von Anfang an solche Grundessens fehlen... Ja. Ja, ist in Ordnung. Heine Güte. Immer wird man hier rumgeschubst. Geh dahin, mache dies, geh zurück, mache das, geh dahin. Na, ich war unsicher, ob es mehr natürliche Zahlen gibt oder ob es gleich viele gibt, aber 50-50, ja? 50-50. Make an appointment and take a number. Ah, ja. Das machst du mir wieder zu nerven. Naja. Der Typ ist ein echter Stalker und eine Nervensäge. Also gut, ich werde die Regeln für dich nur dieses eine Mal beugen. Aber du musst es richtig erraten, okay? Mal sehen, Primzahlen oder natürliche Zahlen? Wovon gibt es mehr? Das ist doch die Frage, oder? Die richtige Antwort ist, warte kurz. Von beiden gibt es gleich viel. Na, was sagt man dazu? Du hast recht. Okay, ich kann doch nicht einfach ein Versprechen zurücknehmen, das ich gegeben habe, oder? Dann werde ich mich mit deiner Arbeit an das Bildungsministerium wenden. Dann geh schon mal und warte auf meine Nachricht. Wir werden dich benachrichtigen, so wenn es soweit ist. Ah ja, das war's. Okay. Cool. Meine Güte. Ja. Ich gehe aber trotzdem erstmal zurück, weil wir da ja auch noch was machen wollten. Nö, ja, aber nicht jetzt. Ich werde erstmal wieder pausieren. Und ja, machen wir beim nächsten Mal weiter, nö? Ne?